Es gibt eine Menge Diskussionen im Moment. Entlastungspakete, Tankrabatt, 9-Euro-Ticket. Henrik M. Bruder, unser Weltautor, ist zu uns ins Studio gekommen. Ja, da braucht man doch eigentlich Führung. Da braucht man doch einen Bundeskanzler, der mal sagt, so machen wir's. Die Deutschen sind in Sorge. Aber warum tut er nichts? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil andere Sachen passieren. Sie haben bei der Aufzählung etwas ganz Wichtiges vergessen, wenn ich das ergänzen darf. Heute kommt die Verordnung zur Energiesparpaket kommt. Heute, ich habe vorhin im Zimmer drüben die Temperatur gemessen. Mit 21 Grad liegen Sie über der Grenze. Wenn ich Sie demnächst denunziere, naja, gut. Aber das müssen Sie vielleicht dann mit dem Vorstand klären. Gute Idee, gut. Nein, Sie haben schon recht, es schlägt wahnsinnig viel gerade auf uns alle ein. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch der Kanzler überfordert ist. Das ist ja am Ende auch nur ein Sozialdemokrat und dann noch ein Mensch. Und er ist zwar ein geübter Politiker, aber ich glaube, dass er gerade eine Schwächeperiode hat. Und dieser Vorstellung in Meseberg, heißt das wirklich so? Oder Meseberg. Ich habe mir das Ganze nochmal angesehen, also die Pressekonferenz hinterher, und ich war wirklich entsetzt. Das war eine Inszenierung, das war Staatstheater. Oder es war vielleicht etwas, ein Spätwerk von eines Italo-Westerns, so wie spielen wir das Lied vom Tod. Sie können sich vielleicht noch an die Szene erinnern, wo die vier Cowboys oder was auch immer so über den Berg kommen. Und so kam es mir vor, als unsere drei Spitzenpolitiker, Scholz, Lindner, nicht Lauterbach, und Habeck da ins Bild kamen. Das war voll inszeniert und ich denke nicht, dass es eine gute Idee war, weil es war wirklich nur eine Show und das war auch zu spüren. Und die Stellungnahmen hinterher waren so von einer so erbärmlichen Flachheit. Sie spielten einfach Kindergeburtstag. Alles war prima, alles ist gut gelaufen und wir müssen uns keine Sorgen machen. Sie haben nur vergessen zu sagen, was sie eigentlich verhandelt und beschlossen haben. Und das war doch der Kern der Affäre. Das ist auf jeden Fall die Kritik der Opposition. In Meseberg, auf Schloss Meseberg, ist nicht so viel passiert. Wenn wir aber auf insgesamt die Politik aktuell schauen, vor allem von Olaf Scholz, dann sagen viele Kritiker, er ist zu zurückhaltend. Er agiert eben nicht genug. Aber man kann ja auch sagen, er ist nicht vorschnell, er überdenkt wirklich, bevor wir dann am Ende noch schlechter dastehen. Ist das etwas, das Sie ihm abgewinnen können oder stehen Sie auch eher auf der Seite, die sagen, er zögert einfach viel zu lange? Nein, das mit dem Zögern ist ein albernes Argument. Ich meine, ein Politiker, der aus der Hüfte schießt, würde sich noch viel mehr Kritik einhandeln als einer, der zögert. Ich finde diese ruhige, fast schon coole, hanseatische Art eigentlich ganz sympathisch. Vorausgesetzt, es kommt etwas dabei heraus. Und diesen Vorwurf kann man Scholz zurzeit nicht machen. Ich möchte einen Satz zitieren, wenn Sie mir gestatten, den er gestern bei der Pressekonferenz gesagt hat. Er sagte, Europa ist, an der Stelle macht er 3 Sekunden Pause, das ist eine Ewigkeit bei einer Live-Übertragung, Europa ist ein wichtiger Teil unserer Zukunft. Europa ist die Zukunft, die wir alle miteinander haben. Also das eine Binse zu nennen, wäre schon eine unglaubliche Komplimentleistung. Und ein Kanzler, der so redet, ich will nicht sagen, er hat das Vertrauen verspielt, aber sehr glaubwürdig wirkt er nicht. In diesem Satz gibt es 4 Verbkonstruktionen. Ein Verb führt zum anderen. Und das geht nicht gut, das kann nicht gut gehen. Leute merken eine Hilflosigkeit, eine Ratlosigkeit, die ein Kanzler nicht ausstellen sollte. Nicht zeigen sollte. Entschuldigung, ich habe mich jetzt in Scholz verrannt. Aber wenn Sie sich in Scholz verrannt haben, wie haben Sie denn dann gestern bei dieser Pressekonferenz das erlebt, dass Robert Habeck, das war ja schon fast flehentlich, wie er gesagt hat, ach, wir arbeiten so toll zusammen und der Kanzler, ja. Ich habe einen sehr guten Draht zu ihm. Und ich meine, Habeck hat wirklich eine Menge. Und Sie haben es vorhin gesagt, Politiker sollten nicht aus der Hüfte schießen. Habeck hat mit der Gasumlage aus der Hüfte geschossen und hat ein Fiasko erlebt. So, und jetzt stellt er sich dahin und dann macht er irgendwie, wir haben den tollsten Kanzler und Vizekanzler und Kanzler loben sich gegenseitig. Also ich habe es gerade gesagt, ich fand es erbärmlich. Wissen Sie, so eine Szene gab es immer, wenn der Chef der bulgarischen KP Rumänien besuchte und dann gab es ein Kommuniqué, in dem von einer einvernehmlichen, freundlichen, konstruktiven Atmosphäre zwischen den beiden war. Und die beiden, Scholz und Habeck, sind eigentlich politische Konkurrenten. Sie treten ja auch gegeneinander an. Und Habeck hat sich da wirklich zum Bettvorleger selbst gemacht, nicht mal machen lassen. Gestatten Sie mir vielleicht einen Satz noch von Scholz zu zitieren, weil ich mich vorhin vertan habe. Das ist der Satz mit den 4 Verbalkonstruktionen und nicht der andere.
Er wurde gefragt, was eigentlich los war auf Meseberg und antwortete mit folgenden Worten: Wir haben begonnen, all das auf den Weg zu bringen, was uns in die Lage versetzt, durch diesen Winter zu kommen. Großartige Leistung. Bei uns in der Schule hieß das früher, die Basis ist die Grundlage des Fundaments. Und das ist genau der Inhalt des Satzes. Ja. Und wenn etwas rund erscheint, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir zu der Einsicht kommen, dass es eine Kugel ist. Auch das könnte von Scholz sein. Ich bedauere das sehr, weil ich halte ihn für einen wirklich klugen Menschen, der irgendwo im Laufe seiner Karriere ein paar Emotionen abgegeben hat und vergessen, sie wiederzuholen. Aber alles, was er ausstrahlt, ist eben nicht der Wille zur Macht, den wir den Politikern immer vorwerfen und unterstellen. Scholz ist die Verkörperung des Willens zur Ohnmacht. Klare Worte. Vielen Dank, Henrik M. Bruder, für Ihre sehr klare Meinung zu Olaf Scholz. Danke. Danke, Herr Bruder. Danke Ihnen.